Ankunft in Ludhiana im Bundesstaat Punjab. Die 1,6 Millionen Menschen-Metropole ist ein wichtiger Umschlagplatz und Handelszentrum. Viele Saisonarbeiter wie Bachchan Das landen hier, bevor sie ihre Reise fortsetzen. Im Umkreis gibt es viele größere Farmen, auf denen sie Arbeit finden. Diese kleine Hütte teilt sich Bachchan mit anderen Hilfsarbeitern für die nächsten Monate. Sein Chef Mandeep Singh erkundigt sich nach der Familie. Schon Bachchans Vater und sein Onkel haben hier Geld dazu verdient. Mandeep Singh bewirtschaftet insgesamt 26 Hektar Land, beschäftigt mehrere Hilfskräfte. Umgerechnet rund 100 Euro verdient Bachchan hier im Monat. Dafür spritzt er die Felder, hilft bei der Ernte und baut Kanäle zur Bewässerung. Punjab gilt als die Kornkammer Indiens. Auch weil Bauern wie Mandeep Singh technisch besser ausgerüstet sind. Das fängt bei der Strom- und Wasserversorgung an. Täglich gibt es 4 Stunden Strom, kostenlos. Ein Knopfdruck genügt und die Pumpe im eigenen Brunnen springt an. Moderne Technik für ein jahrtausendaltes Bewässerungsprinzip. Wir Punjabis arbeiten sehr hart. Früher war das Land nicht besonders fruchtbar. Aber mit dem Einsatz von Dünger und moderner Technik haben wir die Erträge unserer Felder steigern können. Deshalb sind wir erfolgreicher. Außerdem haben wir die Landwirtschaft von unseren Vorfahren praktisch in die Wiege gelegt bekommen. Die Singhs können von der Landwirtschaft gut leben. Die ganze Familie wohnt zusammen in einem großen Haus. Armandeep ist 2 Jahre alt und der kleine Sohn von Mandeep Singh. Die Singhs gehören zur Religionsgemeinschaft der Sikh, so wie die meisten Menschen in Punjab. Ihre Religion ist eine Mischung aus Hinduismus und Islam. Die männlichen Sikh erkennt man am kunstvoll gebundenen Turban. Sie gelten als besonders fleißig und geschäftstüchtig. Auch ein Grund, warum es den Bauern in Punjab besser geht. Sogar einen eigenen Traktor hat Mandeep Singh. Den fährt er immer selbst. Viele Bauern in Punjab sind auch besser ausgebildet. Der 26-Jährige hat ein paar Semester Agrarwissenschaften studiert, kennt sich aus mit Dünger und Pflanzenschutz. Damals, als mein Vater Landwirtschaft betrieben hat, haben die Leute ziemlich wenig darüber gewusst. Die technischen Möglichkeiten waren auch nicht so groß. Heute sind die Bauern im Punjab viel besser ausgebildet und haben mehr Ahnung. Wir haben jetzt Traktoren und Dünger. Wir können dafür einen Kredit bei der Bank aufnehmen und diese Dinge kaufen. Trotzdem sieht Mandeep Singh seine Zukunft skeptisch. Ich wünsche mir, dass keiner hungern muss und alles zu einem fairen Preis einzukaufen ist. Das können wir aber nur erreichen, wenn wir auch gute Preise bekommen. Von der Regierung erhalten wir kaum Unterstützung. Für viele ist es zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Genau das macht der Staat mit den Bauern. Ihre Hoffnung setzen die Bauern daher in ausländische Handelsunternehmen. Auch Singh verkauft einen Teil des Kohls direkt an den Konzern Walmart. Das US-amerikanische Unternehmen betreibt 14 Großmärkte in ganz Indien und kauft dafür das Gemüse direkt von den Erzeugern. Der Konzern zahlt zwar einen höheren Preis,
verlangt dafür aber auch beste Qualität. Auf dem Rest bleiben die Bauern sitzen. Unter der Marke Best Price betreibt Walmart die Großmärkte mit dem indischen Konzern Bharti als Gemeinschaftsunternehmen. Dieser Markt in Ludhiana im Bundesstaat Punjab hat vor einem Jahr aufgemacht und führt rund 6000 Artikel. Die Ware stammt zum Großteil von Produzenten aus dem Umkreis. Bislang richtet sich das Angebot aber ausschließlich an Unternehmer wie Händler oder Restaurantbetreiber. Moderne Supermärkte wie diesen gibt es nur wenige in Indien. Doch alle großen internationalen Handelsriesen wollen das ändern. Angelockt von einem Markt mit Millionen von Kunden. Derzeit verbietet aber ein Gesetz ausländischen Firmen, die Mehrheit an indischen Supermärkten zu besitzen. Die Regierung würde das gerne ändern und plant eine Öffnung der Märkte. Ausländische Investoren sollen sich hier niederlassen und mehr Waren in die Läden bringen. Die Betreiber solcher kleiner Läden, sogenannter Kirana-Shops, laufen dagegen Sturm. Hardeep Kumar betreibt so ein Lebensmittelgeschäft bereits in der dritten Generation. Sieht aus wie ein größerer Kiosk. Aber auf dieser kleinen Fläche gibt es fast alles, was man zum täglichen Leben braucht. Auch Weizen, Reis und frische Milch. Bislang ist der Einzelhandel fest in der Hand der Kirana-Shops. Hardeep Kumar hat viele Stammkunden. Doch schon jetzt leidet sein Geschäft unter dem Großmarkt in der Nähe. Es hieß, Walmart würde nur an Geschäftsleute verkaufen. Aber wenn Sie heute in die Märkte gehen, findet man vielleicht 2 bis 3 Händler und 200 bis 300 Privatkunden. Ich weiß nicht, warum Sie denen auch erlauben, dort einzukaufen. Der Massenprotest der kleinen Händler hatte Erfolg. Die Reform ist erst einmal gestoppt. Walmart glaubt dennoch an den indischen Markt und will weitere Warenhäuser eröffnen. Dafür schult der Konzern zusammen mit dem deutschen Unternehmen Bayer Crop Science die Bauern in der Region. Bislang mangelt es vor allem an Ausbildung und Arbeitsschutz. In solchen Kursen lernen sie den richtigen Umgang mit Pestiziden. Zum Beispiel, welche Pflanzenschutzmittel wann und gegen was eingesetzt werden. Auf diese Weise will Walmart sich eigene Lieferanten heranziehen, die verlässlich eine bestimmte Qualität produzieren. Meine Produktion ist um 15% gestiegen. Die Kosten für Pestizide sind gesunken und die Qualität ist besser. Und dadurch bekomme ich auch einen höheren Preis. Gerade für Bauern ohne Schulbildung sind die Kurse interessant. Früher haben wir irgendein indisches Pestizid verwendet und so viel davon, dass wir damit unsere Ernte und unsere Gesundheit gefährdet haben. Jetzt benutzen wir für jedes Problem das richtige Mittel. Risiko für die Bauern? Sie machen sich abhängig. Doch Bayer sieht in Indien noch viele Entwicklungsmöglichkeiten. Wir müssen sowohl an der Quantität als auch an der Qualität arbeiten. Wir brauchen höhere Erträge, um den steigenden Bedarf durch die wachsende Bevölkerung zu decken. Aber wir glauben, es gibt dafür noch jede Menge freie Ackerfläche in Indien. Darüber hinaus gibt es großes Potenzial, auch die Produktivität zu steigern. Im Vergleich zu anderen Entwicklungsländern hat Indien hier Nachholbedarf. Auch andere internationale Unternehmen haben das erkannt und wollen den indischen Markt erobern. Großes Potenzial dafür gibt es auch in der Lebensmittelverarbeitung.
Bislang werden in Indien kaum Nahrungsmittel weiter behandelt oder haltbar gemacht. Eine Ausnahme bildet da die Firma Bon Foods in Ludhiana. Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von Brot und Keksen in Indien. Gurmeet Singh, einer der Geschäftsführer, zeigt uns die Produktion. Der 34-Jährige ist seit 13 Jahren im Unternehmen und für die Kekssparte zuständig. Vor allem der Einkauf der Zutaten, wie Zucker und Mehl, bereitet der Firma derzeit Probleme. Die Marktpreise für Rohstoffe steigen quasi über Nacht. Es ist daher sehr schwer für uns, die eigenen Preise stabil zu halten. Wir können ja nicht jeden Monat unsere Produkte verteuern. Außerdem sind wir gesetzlich verpflichtet, 5 Rupien und 10 Rupien Packungen anzubieten. Da müssen wir entweder die Margen der Händler drücken oder es wird für uns selbst sehr schwer zu überleben. Trotzdem konnte Bon Foods in den vergangenen Jahren kräftig wachsen. Vor 25 Jahren ging die Firma als kleine Bäckerei mit 7.000 Broten täglich an den Start. Heute sind es 600.000. Das meiste davon Weißbrot. Inzwischen ist Bonn Marktführer in Nordindien und beschäftigt 2.300 Mitarbeiter. Vor einigen Jahren erweiterte Bonn das Sortiment um die Kekse. Heute hat die Firma über 50 verschiedene Sorten im Angebot und will das Geschäft auch im Süden des Landes weiter ausbauen. Der Firmenname Bonn ist übrigens angelehnt an die frühere deutsche Hauptstadt. Brot war in Indien damals noch ein ganz neues Produkt. Unser Firmengründer hatte 3 oder 4 Namensvorschläge. Bonn war damals die Hauptstadt von Deutschland. Und auch das Backprinzip stammt aus Europa. Er hat sich für Bonn entschieden, wo quasi die Wurzeln des Bäckerhandwerks liegen. Inzwischen exportiert die Firma die Kekse auch ins Ausland. 30% des Umsatzes kommen aus Ländern wie USA, Kanada oder Neuseeland. Wir sind heute viel stärker vom Export abhängig. Vor allem, wenn es im heimischen Markt eine geringere Nachfrage gibt, können wir unsere Kapazitäten für das Exportgeschäft nutzen. Eines der Erfolgsrezepte der Firma, die eigene Fahrzeugflotte. So kommt das Brot auch garantiert frisch in die Geschäfte. Zurück nach Neu-Delhi. Was beim Brot schon klappt, könnte auch für andere Lebensmittel funktionieren. Mit Investitionen in die Nahrungsmittelindustrie. Noch kann sich Rupa Vanwari in Neu-Delhi das Brot leisten. Damit für die Inder Lebensmittel bezahlbar bleiben, braucht das Land dringend Reformen